Hey Leute, hier ist Hunted. Ja, letztes Mal hatte ich noch schnell den Quest abgeschlossen und diesmal wollte ich kurz mit euch die Charakterwahl, Start oder wie auch immer ihr es bezeichnen wollt, durchgehen. Zuerst einmal, ich bin auf dem Server Mark der Beobachter für den Fall, dass der ein oder andere Lust hat, mit mir eine Runde zu spielen. Ingame-Name seht ihr oben, Hunted YouTube, könnt ihr mich direkt, denke ich, finden. Und zum interessanten Teil der Völkerwahl. Ihr habt hier die Menschen, ihr habt die Elfen, Orks, Untoter und Mendel. Ich habe noch nicht herausgefunden. In WoW zum Beispiel ist es so, dass wir die seit der Allianz und Horde haben und Menschen nicht mit Ork zusammenspielen können. Bin ich mir momentan unsicher, wie das Volk, wie das hier ist. In Order Chaos Online. Ich bin momentan ja als Untoter unterwegs. Ob ich mich später mit Elfen oder Menschen zusammenspielen kann, weiß ich jetzt noch nicht genau. Werden wir aber bestimmt noch rausfinden. So, ich wollte mit euch jetzt nur noch die Klassen mir angucken. Krieger. Also die meisten Klassen haben zwei Skillmöglichkeiten. Entweder haben sie einen PvE-Teil wie der Krieger, der kann als Tank geskillt werden oder als Damage-Skillung, falls man auf Tank keine Lust hat. Aber eine Gruppe besteht meistens aus einem Tank, aus einem Healer. Hier sind es meistens Viermann-Gruppen und Schadens-, also Damage-Dealern. Und ich gehe mal auch davon aus, dass es hier so ist, dass es relativ viele Damage-Dealer gibt, relativ wenig Tanks und Heals. Also der Tank geht vorne ran, zieht die Aggro, also die Aufmerksamkeit der Mobs. Die hauen auf ihn ein. Der Healer ist dafür da, ihn und die Gruppe am Leben zu halten. Wir haben die Damage-Dealer. Also, wenn ihr später auf Gruppenspiel aus seid, ist meine Erfahrung, dass Krieger und in dem Fall hier der Kleriker, also der Heiler in dem Spiel, meistens sehr beliebt sind, weil Tank und Heal und dann haben wir eben noch einen Magier als Damage-Dealer, den Waldläufer und den Flammenritter. Wobei ich noch nicht genau informiert bin, wo überall welche Klassen eventuell auch noch rein können. Also, das ist die Überlegung, die ihr machen wollt: Tank, Krieger. Oder Damage-Dealer-Krieger, dann habt ihr Damage-Dealer und den Kleriker. Angenehm, dass es hier, dass man zwei unterschiedliche Specs hat, also Skill-Richtung, einmal Richtung Schaden, einmal Richtung Heilung. Bis zur Max-Stufe macht man es meistens so, dass man auch als Heiler zum Beispiel mal eher noch ein bisschen auf Schaden geht, damit man gut beim Questen vorankommt. Aber ich will jetzt hier keinen Charakter erstellen. Wir haben ja schon den Kleriker. Und wir wollen mit dem weitermachen. Ich dachte, ich gebe euch noch eine kurze Einführung, welches Volk, welche Klasse ihr am besten wählt. So eine grobe Übersicht. Die Entscheidung ist natürlich sehr spielrelevant, weil ihr braucht sehr viel Zeit, also in Anführungsstrichen viel Zeit, bis ihr das Maximallevel erreicht habt. Und dann geht das Spiel ja erst richtig los mit Dungeons, Teamplay, Gruppenabsprachen und und. Also ihr seht, ich habe Stufe 8 noch erreicht, bin also nicht so viel weiter als vom letzten Video. Ja, ich will die Glückstruhe nicht öffnen und wir müssen mal gucken. Ja, wir sind ja schon, denke ich. Ja, ich möchte dorthin. Ja, ich möchte zum Ort. Das heißt, wir müssen nicht überall in der Welt umherlaufen, wir können uns auch teleportieren. Später kommen dann noch Reittiere mit hinzu. Das heißt, wir müssen nicht überall hinlaufen, sondern können uns dann einen Mount kaufen und landen dort. Entsprechend. So, schweigen. Okay, also wir sind jetzt hier zur nächsten Insel. Ihr seht dieses Symbol, was ihr hier seht, ist also mal das Teleportationssymbol. Und hier drin sehe ich schon Quests, die wir eventuell abnehmen oder annehmen müssen. Viel Glück, die letzte Prüfung beendet. Ja, damit sind wir auf der nächsten Insel. Ich wollte gerade mal gucken, wenn wir hier raufklicken, sehen wir die Weltkarte. Schweigen. Wir sind da, wo der Pfeil sind. Und wo waren wir vorher? Von wo sind wir gekommen? Ich glaube, müssen wir hier raufklicken, ne? Oha, also ihr seht schon hier an der Karte relativ groß. Ihr seht hier mit den Levelgebieten, wo er sein müsst. Ja, hier hinten ist das Ziel. Mendeldorf ist da. Versenktes Land. Okay. Wir gucken mal, was für Quests wir hier bekommen. Und ihr seht, hier ist auch immer gut einiges los an Helden. So, brauchen immer ein bisschen geladen werden. Und freundliche Warnung. Mal gucken. Ich scroll immer meistens runter. Ah, okay. Nee, ist nur eine Laufquest. Ja, ich lese die Quest meistens nicht so ausführlich. Sollte man machen, wenn man an der Geschichte sehr interessiert ist. Mich interessiert also hier das Teamplay. Suche. Okay, hier müssen wir die Dinger suchen. Also ich mache es immer so. Ich sag euch mal, wie ich es mache. Ich nehme immer knallhart alle Quests an. Meistens aus Faulheit, ohne die großartig zu lesen. Muss mich dann immer so ein bisschen überrascht zurechtfinden. Was wollen alle von mir? Aber meistens geht das ganz gut.
Wenn euch daran gelegen ist, lest ihr natürlich die Sachen ausführlicher durch. Aber ich habe jetzt nicht vor, alles wirklich vorzulesen. Seht auch immer, man kann den Quest dann auswählen. Und dann kriegen wir schon gezeigt, wo wir am besten hin müssen. Also wir haben dann einen neuen Auftraggeber, da müssen wir irgendwas holen. Aber bevor wir loslaufen, gucken wir uns ja auf jeden Fall noch einmal im Dorf um. Oder ob es hier noch weitere Aufgaben gibt. Okay. Ah, okay, das sieht aus wie der Typ, der die Lotterie macht. Also, wo man hier auch so ein bisschen Glücksspiel betreiben kann. Ein Schmied. Mich interessieren aber momentan eigentlich eher die Quest-Symbole. Ah, Speichertruhe. Gucken, wo wir die haben. Also, eine Truhe haben wir auch. Auch ein bekanntes Feature. Okay, hier sehen wir schon. Ah, und wir haben auch Jobs. Und da haben wir gerade schon ein Pferd gesehen. Also, eine Mount. Und wir sehen hier international. Das Server, einen chinesischen Spieler. Ah, und ist auch ganz schön voll hier. So, annehmen. Nehmen wir erstmal den Quest an. Hier drüben noch ein Quest. In die Richtung. Da steht der Gute. Ah, verklickt. Den wollten wir auch nicht. Okay, da hat mir eine Mob mit hierher gebracht. Oh, und da sehen wir schon das nächste Reittier. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Ich will eigentlich da nur den Questgeber hier anklicken. Und hier sind so viele Leute, die hier rum. Der Lehrling. Okay, 10. Dann gebe ich dir ein Empfehlungsschreiben für den Ausbilder deiner Wahl. Okay, nehmen wir mal an. Das heißt, wir haben drei Berufe. Wenn ich jetzt gerade so grob richtig informiert bin. Und wir sehen schon, hier sind so viele Leute. Quest. Ja, also ihr seid hier auf einem Server und hier sind natürlich dementsprechend viele Leute und hier ist auch was los. Oh, war hier nicht noch ein Questgeber? Ja. Nee, zum Ansprechen wollen wir nicht. Sprechen wollen wir auch nicht. Hatte ich mich verguckt. Aber da hinten war, glaube ich, noch was. Oder? Ja, wir laufen mal hier hin. Ich glaube, wir haben erstmal genug Quests und legen erstmal los. Und, Hi, nice day. okay. Ja, aber dann einfach ein Kill-Quest, wenn ich es grob gesehen habe. Jetzt können wir uns mal die Aufträge angucken. Haben wir schon ein paar mehr. Aber Stufe 6 passt. Für Ordnung muss sorgen. Okay, wir gucken mal. Hauptsache, wir müssen jetzt nicht so weit laufen. Nee, wir laufen mal da nach drüben. Also rechts lang, über die Brücke und zerlegen alles. Ich vermute. Gucken. Schön wäre, wenn er uns hier immer noch anzeigt, ob wir die killen müssen. Wir killen mal eins und gucken, ob wir davon irgendwas kriegen. So kann man das nämlich auch machen. Immer mal was töten, was auf dem Weg ist, dann gucken, ob es einen Questgegenstand fallen lässt. Ich glaube nicht. Nee, sieht erstmal nicht so aus. Okay, dann laufen wir erstmal zu der Stelle, wo wir definitiv ja, eine Aufgabe haben. Okay, hier haben wir schon ein paar Eber. Keiner. Gucken wir mal, ob wir die killen müssen. Aber ich sehe schon, der Pfeil führt mich weiter. Nö, sieht auch noch nicht so aus, als ob wir den umhauen müssen. So, wir zoomen mal raus. Okay, der Pfeil geht in die Richtung. Okay, wir müssen da irgendwo rüber, hoch. Gucken, wo wir da hinkommen zu dem. Ah, hier sieht es doch gut aus, dass wir da langkommen. Sag ich schon. Goblin-Zerstörer hier stehen sind, aber ich glaube, hier sind wir auch noch ein bisschen ab vom Schuss, aber wir machen den jetzt erstmal platt. Ah, und der hat sogar Verstärkung gerufen. Na gut. Soll uns nicht auffallen. So, mal gucken, was wir. Schrott von normalen Waffen. Ja, das ist ein Handwerksmaterial, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Okay, nee. Müssen wir nochmal genau schauen. Okay, wir sind fast da, wo wir hin sollen, aber noch nicht ganz. Aber eigentlich müssen es ja schon hier die sein, die wir platt machen müssen. Gucken wir mal, Goblin-Plünder. Stufe 5. So. Ah, genau. Wir müssten so eine Bänder besorgen. Oder Tücher. So, noch ein Türchen von 2 von 5. Ja, momentan
Momentan hat man noch nicht so mit dem Mana-Problem. Ich denke, das kommt dann erst später. So, 3 von 5. Okay, hier läuft auch noch einer rum. Gucken hier oben. Ja, da stand doch eben auch noch einer. Den holen wir uns. So, noch eins. Ah. Den holen wir doch zu uns runter im Kampf. Der hat natürlich kein Du für uns beigehabt, Mist. Was ist da Schickes? Müssen wir mal hinlaufen. Ah, das sieht mir doch hier nach Bergbau aus. Irgendwelche Kristalle, die wir abbauen müssen. So, Bronze, also ich glaube, wir brauchen 10. Genau, für den Lehrlingsquest. Okay, da wird da schon platt gemacht. Okay, super, da sind wieder welche. Dann haben wir schon ein bisschen was vom Quest geschafft. Ein bisschen Bergbau. Ja, als Kleriker, als Heiler wird man wahrscheinlich, denke ich, als Schneider agieren. So, den Quest haben wir geschafft. Abgabe ist in der Stadt. Ja, ich denke, das war's auch wieder fürs Video. Wir kürzen hier, können wir hier abkürzen. Ich will immer noch M drücken. Ich muss mich dran gewöhnen, nicht mit M drücken zu können. Ne, wir müssen mal hier dann abkürzen. Und gehen den Quest noch abgeben. Ja, deswegen nimmt man sich mal mehrere Quests an. Dann deckt man in einem Gebiet alle Quests ab und läuft erst dann zurück zur Stadt. So mache ich das im Regelfall auch. Ja. Oh, hier haben wir noch ein Quest. Ah, okay. Ja, mit der Steuerung am PC muss man gut aufpassen, dass man hier nicht zu viel gleichzeitig macht. Ah, hier haben wir bestimmt schon. Ich brauche Hilfe. Gut, hätten wir die früher angenommen, hätten wir bestimmt gleich mehr erledigen können. Egal, so, jetzt gehen wir da schnell hin. Und ich hoffe, der Pfeil führt uns noch richtig, wo wir den Quest abgeben müssen. Ich glaube, das war hier einer der ersten aus der Stadt. Oh ja, und ich denke, ja, hier sind auch schon einige höherstufige Charaktere. So, ja, da habt ihr auch gleich gesehen, das müsste das Quest-Symbol sein zum Abgeben. Genau. Was kriegen wir? Silber. Töte. Perfekt. Und einen neuen Quest. So können wir gleich weitermachen. Okay, aber ich denke, das war's erstmal für den Teil des Videos. Soweit von mir, euer Mante. Tschüss.